Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Dani Röpe. Und mein Name ist Metal Mario Master. Und wir begrüßen euch zurück zu Let's Play Super Mario Bros. 3. Yay! Wir sind stehen geblieben, eben noch in Welt 6. Das ist einfach ein Ding. Da. Und wir müssen jetzt nur noch das Luftschiff hier machen. Und ich sehe gerade, dass der gute Danilo nur noch ein einziges Leben hat. Ja. Jetzt schaffe ich das. Genau hier. Ja. Also ich frage an diesen Ding an, was passieren könnte. Ist ja beim letzten Mal auch passiert. Genau so. Okay, und da ist er jetzt schon zum zweiten Mal Game Over gegangen. Schande über dich. Ja, ich glaube, du musst da drücken, weil ich bei mir funktioniert nichts. Okay, ja. Continue für dich. Tja. Das sind natürlich die Level, die ich gemacht habe, auch weg. Ja, super. Ja, du, okay. Hoffe, ich komm's auch zurück, ne? Ja, hoffe ich doch mal. Jawohl, ich komm zurück. Und? Aber ich werde noch nicht das Luftschiff machen. Ich werde erst noch mal... Ja, darauf hat er gewartet, glaube ich. Genau, ich werde mir jetzt erstmal auch mal wieder ein Item gönnen. Jetzt haben wir beide so ein Ding. So, ich mache jetzt erstmal nochmal Level 4. Damit die Level auch wenigstens dann als abgehakt gelten. Da ist auch, glaube ich, am Ende egal. Ja, aber nicht. Ich will doch hier gutes Entertainment für meine Zuschauer geben. Ach was, die kennen die Level doch schon. Ja, und? Was? Ja, und dann passiert sowas. Oh, leck mich. Hui. Na, wo bin ich jetzt? Bis am Start. Erstmal das hier. Ja. Hast du drei Level geschafft? Ja. Eine Blume. So. Ja, du hast das dritte Level geschafft, das vierte Level und das zehnte Level hast du geschafft. Ich hoffe, ich diesen Bildschirm schon gesehen hab. Ich. Na, was soll ich denn sagen? Nein, wir machen das hier als Together. Na, alles ja absahnen einfach. Ja, hier, wie gierig der hier ist. Na klar, boah, eine Blume. Oh, Blume. Oh, Blume. Und ich muss ja die vierte machen, um weiterzukommen. Ja. Da kann man hier auch irgendwie hin. Ja, machen wir die. Dann mache ich gleich nochmal das zehnte Level. Ja, genau. Aber lass mich da durch. Ah. Da war schon, glaube ich, das Ende, ne? Ja, ja, da ist es. Sehr gut. Und sogar ein Stern. Aha. Jubel, Jubel, Freu, Freu, Freu. So, dann habe ich auch mal die Gelegenheit, meinen Hammerbruder-Anzug mal zu testen. Bam. Da einfach auch gefährliche Hammer auf andere werfen. Genau. Doch, ich darf das. Also ich bin Metal Mario Master. Ich darf das. Ich habe auch so einen. Na hier, das, was du nämlich übersehen hast. Na. Oh, hier, ja. Sieh sich an, wie mein Panzer hier am Herumschieben ist. Sehr gut. Nimm die Blume. Ich will nicht die Blume. Mein Gott, ich laufe hier arm. Oh Mist. Ja. Schnell wieder beenden. Ah, was? Wieso Blume?
Ja, das frage ich mich manchmal auch. Warum Pilz? Dabei trinke ich doch gar keinen Pilz. Da habe ich was Schönes gesehen. Das ist meins. Ich habe das Level geschafft. Gehört mir ganz allein. Warte mal, ist auch was. Ja, das war, hast du auch gemacht. Babs. 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 Wow, ein Bild mit zwei Mündern. Ja, klar. Es ist so wunderschön. So, ich habe gehört, du hast hier ein Memory-Spiel aufgedeckt. Geil. Ich will auch mal wieder. Ich darf nie. Ja, da könnt ihr sehen. Der Daniel Peter klaut mir immer das ganze Memory-Spiel. Das ist der Grund, warum ich keine Aha. richtigen Power-Ups habe. Ja, weil er mir ständig das Memory-Spiel klaut. Du brauchst ihn doch gar nicht. Doch, ich brauche sie. Außerdem, du musst noch ein Level wiederholen. Menschen auf dem Weg. Und außerdem, ich hab schon ein Level für dich wiederholt. Ach so, hier. Boah, das war jetzt knapp. Okay. Ich glaube, da hätte man rennen können einfach, ne? Ja. Verdammt. Da hätte man einfach nur rennen können. So, jetzt bin ich wieder hier hinten. So. Macht er die Level? Genau, mache ich jetzt den Level. Hier kannst du mal hier 1A Skill sehen. Schiebt alles auf den Controller. War ja so klar. Du bist auch so jemand, der alles auf den Controller schiebt. Ja, das liegt an dem Spiel, nicht an mir. Ich habe nie Schuld, ich bin perfekt. Ja, sicher doch. Und zu Ende. Jetzt mache ich das Schloss. Schloss. Das Luftschiff. Luftschiff, ja. Wechsel die ganzen Dinger immer. Ja, gut, jetzt müssen wir nur noch eine Level machen, glaube ich. Ja. Ja, dann musst du nur diese Seile wiederholen. Das kann ich. Das kannst du. Ja, ich aber direkt hier rüber springen. Kannst du ja versuchen. Geht sogar. Ja. Aber in einen glaube ich nicht. Oder? Ich glaube, das ist zu weit. So, eigentlich mal hier oben weiter. Oh, Feuer. Verbrennen die nicht den Hintern? Ah. Du willst mich doch wohl... in die falsche Richtung, verdammter Dreck. So. So, komm, jetzt gib Lemmy auf die Fresse. War verdammt. Oh. Du hast ihm ja so auf die Fresse gegeben. Er hat mich mit seinem Stab gehauen. Er hat dich mit seinem Stab gehauen, Also ich bin da oder? reingefallen, jedenfalls. Okay, komm, jetzt bin ich. Komm, dann muss ich wieder mal die Welt retten. Das ist ja kein Problem. Wer hat eigentlich das letzte Luftschiff geschafft? Ich glaube, du hast das letzte Luftschiff geschafft. Weiß ich gar nicht. Glaub ja. Ja, stimmt, du hast das letzte Luftschiff geschafft. Meins habe ich geschafft, auf jeden Fall. Ja, genau, das letzte war das gerade. War das. Boah. Da habe ich die schon runterfallen gesehen. Ich habe ein. Was willst du eigentlich? Ich habe ein Waschbärblatt. Ich bin ein Waschbär. Oh, warte. Oh ja, erstmal Hände aufwärmen von dem ganzen Eis und so. Das ist so angenehm. Mit drei Power-Ups, da wirst du, also zwei Power-Ups, wirst du ja wohl schaffen jetzt.
oben gibt's bestimmt was, oder auch nicht. Das Level ist ja auch nicht sonderlich lang. So, komm, jetzt. Jetzt aber. War ja ganz schön, Welt 6. Ja, sehr gut. Yay, yeah, ich hab's geschafft. Jetzt ab zu Welt 7. Ah. Das ist jetzt schon der 5. Luftschiff, das ich geschafft habe. Jetzt kommen nur noch 2 Welten. Und oh mein Gott, wie siehst du denn aus? Er ist ja mehr Tier als Mensch. Ja, wahrscheinlich, weil er ja auch ein Tier ist. Warum haben wir ihn da zurückverwandelt? Keine Ahnung. Greetings und so weiter und so fort. Ja, genau. Okay, Welt 7. Röhren Island. Yay. Diese Welt ist wirklich verdammt winklig. Und kann auch extrem nervig sein. Okay, hier kommen wir schon mal nicht weiter. Also wir sind jetzt in der vorletzten Welt schon mal. Ja. Weil wir sind nicht mehr. Komm, Welt 7.1. So. Was? Gehst einfach da durch. Sicher. Wenn du dich im Ballon fight. Wer weiß, vielleicht doch. Wir sind im Pipe Fight. Pipe Fight? Ja. Der ganz neue Film? Nein. Aber daraus könnte man doch bestimmt einen Film drehen. Ja. Der bringt Millionen, das ist reich. Ein Mann, ein Röhre. Sein grüner Dinosaurier. Sein Bruder. Zusammen sind sie Super Mario Bros. Genau. Voll geil. Schon wieder. Musst du da lang? Ich will da rein, aber komm ich nicht ran. Bullshit. Na, das Geld brauchst du doch nicht. Ich will's aber. Gut, das ist viel zu viel, da kannst du aber alles nicht in deine Taschen reintun. Du kannst das auch nicht, ey. Jetzt sag ich doch. Du auch. War so klar, dass das kam. Aber wie viele Minuten haben wir denn noch? Ich glaube 10 Minuten. Nee, 17. Nur 17 Minuten? Na klar. Ich weiß gar nicht mehr, welchen Part wir noch sind. Die sind, glaube ich, am 8. ne? Beim 7. So, okay, ich habe erste Level geschafft. Okay, mehr Folgen. Und dann müssen wir jetzt jedes Mal durch so einen Pipe gehen irgendwie. Ja, wir müssen jetzt jedes Mal durch so eine Röhre gehen. Dann bin ich da. Aber machen wir mal. Da-dum. Du stirbst. Perhaps. Ja, super. Hat sich gelohnt. Aber sowas von. Nicht töten. Nicht wehtun, Mann. Nicht wehtun. Oder lass mich ran, da kann man irgendwo rein. Ja, ich glaube, da, ja, glaub, da kannst du rein. Muss ja, ja, sonst kommt man ja gar nicht raus. Oh nee, was ist das? Das ist Wasser. What is this? What's this? Lass mich ran, irgendwo war so ein Peace-Switch oder so. Wenn ich da den Münzen verwandeln kann. Kann sein. Weiter im Text. Genau. Weiter im Text und ein bisschen weiter. Nein, du musst weiter nach rechts. Ja, einer, jawohl. Einer, stirb. Mein stirb. Hey! Hey! Wow.
Aber ich sehe schon, wohin das führt. Es führt ja. Und worauf und wo führt das hin? Sag es mir doch bitte. Original links gleich hier wieder rein und dann muss ich da von oben. Was? Was soll das denn? Ich hab nach links gedrückt, verdammt. Vielleicht hast du ja doch nach unten gedrückt. Niemand hat es gesehen. Das reicht schon. Jetzt irgendwo hier. Jetzt haben wir auch noch gar nicht unter Zeitdruck, ne? Irgendwie nicht. Aber du hast nur 180 Sekunden, du hast noch 3 Minuten. Leck mich! Alter. Naja, aber immerhin in One-Up. Ja. Hey. Du stehst ja sowas noch nicht unter Zeitdruck, ich bitte dich. Oder sehe ich hier was anderes? Stehst du nicht unter Zeitdruck? Du doch nicht! Ich doch nicht. Genau, ein The Nero LP steht niemals unter Zeitdruck. Es sei denn, die letzten 100 Sekunden laufen gerade an. Dann könnte er vielleicht unter Zeitdruck stehen. Aber ich glaube das auch nicht. Ma. Das war ja eine Glanzleistung von dir. Hätte so episch sein können. Hm. Oder, ja. Kann das dadurch, dann hast du es geschafft. Sieht so verdächtig aus. Wow. 1A-Movement. Und nicht. Sehr gut. Naja, also hast du immerhin deinen zweiten Stern. Ja. Könnte das vielleicht die Chance auf deine erste 3-Sterne-Reihe sein? Naja, mal gucken. Okay, jetzt bin ich wieder dran. Ich darf noch nicht verrecken, weil sonst müssen wir halt wieder machen. Genau. Ja, dann, da führt nämlich wirklich kein Weg dran vorbei, da müssen wir wirklich machen. Wie? Aha. Jetzt krieg ich auch mal wieder ein Item. Krieg ich denn? Hoffentlich was Gutes. Oh, Pilz. Boah. Das ist blöd. Das ist blöd. Oder Jesus, ich kann mal damit anfangen. Ja. Ah, ich kann auch mal was mit anfangen. Nur will ich es nicht. Okay, komm, Level 3. Und schnell weg. Oder auch nicht. Oder doch. Ja. Nein. Ja. Ah, verdammt. Ah. Das ist nämlich wieder so ein, das ist ein Speedrun-Level, nämlich. Okay, das kann ich. Bist du dir da sicher? Ja. Guck dir Sterne da unten rechts an. Was hat's jetzt gemacht? Hast du dafür jetzt ernsthaft einen Stern verschwendet? Ja, klar. Wieso? Wieso? Weil ich sie hab, ey. Hergeblieben. Weil du sie hast. Das ist natürlich ein Argument. Was für eine Wendung! Oder sollte man ein bisschen sagen, das erklärt natürlich alles. Ja, klar. Wie ein Pilz. Wie Münze. Geh weg. Komm, bleib doch bitte da. Na, töte ihn doch bitte. Sei doch nicht alt. Was? Warum bin ich denn dagegen gefallen, ey? Weil da Blöcke waren. Ja und? Waren doch noch Münzen. Waren da Blöcke gewesen? Ja und, die werden doch zu Münzen. Oder warte mal, ich glaube, das waren, glaube ich, Power-Blöcke gewesen. Ja. Also irgendwie sofort tut der Stern hier voll wenig anhalten. Ja, der hält auch sehr, sehr kurz. Wie unfair. Warum kam bei dir ein Stern da raus? Ja, weil ich einfach schneller war als du. Bei mir kam da keiner raus. Ja, weil bei dir der Stern auch schon aufgehört hatte. Ja und? Nix. Nix und ja du Hund. Boah. Headshot. No, Headshot.
Genau, Skillshot und Headshot zusammen. Okay, Level 3 geschafft. Weiter mit dem vierten. Ja, genau, du kannst dich jetzt entscheiden, ob du das vierte Level machst oder das fünfte. Ja, das war das, ja. Machst du Level 4? Du hast einfach spontan gedrückt, trotzdem bekommen. Ja, du hast spontan gedrückt und hast es trotzdem geschafft. Mein Respekt. Aha. Oh, diese Cheat-Cheeps hier mit den Stacheln. In den späteren Teilen werden die richtig nervig. Och man. Und weißt du wieso? Wieso? Weil sie dich verfolgen. Und guck mal da, Japanofisch. Haben wir doch schon so lange nicht mehr gesehen. Wie lange ist es her? Ja. Vor ein paar Parts? Ja. Das ist eine Ewigkeit her für uns. Genau. Auch wenn es bei uns wahrscheinlich nur erst vor ein, zwei Stunden her ist. Ja, wir nehmen ja alles direkt komplett auf. Oh. Genau. Wahrscheinlich werden uns Zuschauer fragen so, warum habt ihr denn alles am Stück aufgenommen? Ganz einfach. Ah. Weil wir es können. Ah, so viel Geblinke. So viel Geblinke. Oh Mann. Dann mache ich mal Level 4. Das schaffst du doch nie mehr, oder? Du hast eine Feuerblume. Ich hab eine Feuerblume, Bitch. Irgendwie erinnern mich diese Pflanzen an ein späteres Spiel, an unsere Mario World. Okay. Diese Vulkanpflanzen nämlich. Ah ja, genau. Ah fuck. Und das war's mit deiner Feuerblume. Was? Ich bin immer noch groß, ey. Meine Überlebenschancen sind immer noch nur nicht weg. Boah, hau doch mal ab. Blöder Blooper, ey. Hau auf deine Babys lang zu schießen. Ah, so viele Blinker. Boah. Das war jetzt skillig. Naja, dann habe ich mal wieder 1A Movement gezeigt. Warum muss ich das eigentlich immer machen? Warum muss ich hier immer 1A Movement zeigen? Weiß ich doch nicht. Ich habe meine Zuhause vergessen. Ich dachte, wir sind bei dir zu Hause. Ach ja. ja, okay. Ich wollte gerade sagen, das läuft, aber wir sind alle verloren. Warum sind wir alle verloren? Das ist doch schon das Ziel. Das war knapp. Ja, sicher. Ich hab's doch hier mit 1A Leistung geschafft. Was willst du denn? Wie viele Minuten haben wir noch? Bestimmt 10. 7, 6 haben wir. 6 Minuten haben wir noch. Ich hoffe mal, dass wir das Let's Play in maximal 10 Parts geschafft kriegen. Ja, glaube ich auch. So. Hi. Tschüss. Hi, tschüss. Tschüss. Wie geht's denn so? So. Ja, das Level kann kompliziert werden. Verpisst euch! Boah! Brennt! Killed Bob Arms. Why did you do that? Oh, ich glaube da oben. Ja, das hab ich mir gedacht. Ich mach mal hier alles an. Oder nicht? No. Nein. Luigi, stell dich doch nicht so doof an. Ich nehme an, das war richtig. Nett mich. Warum muss ich so ein Labyrinth-Rätsel machen? Ich habe da beschissene Orientierung. Das ist uns allen bewusst. Oh, sehr gut. Ich glaube sogar deinen Zuschauern ist das bewusst. Ja, das kann sogar sein. Aber ich glaube meinen Zuschauern ist das nicht bewusst. Sie wollen doch nur deine Fails sehen. Wir haben in anderen Jump'n'Run-Spielen irgendwie in die falsche Richtung gelaufen. Das ist richtig.
heftig. Wir nehmen als Beispiel Crash Bandicoot. Ja, aber nur als Beispiel. Ich glaube, den soll ich benutzen, um da hochzugehen. Ich glaube, du kannst es auch so schaffen. Sehr gut. Siehst du, schaffst du sogar so. Aber ich kann dir sagen, dass ich gleich geschafft habe. Bams! Was? Nein, Bams, geh weg! Meine Fresse, das war ja 1A-Movement! Da hab ich auch mal meine Skills ausgepackt. Ja. Hätte ich ja von dir gar nicht gedacht. Ich dachte, ich bin hier nur derjenige, der hier Skills auspackt. Weißt du, ob ich hier richtig bin? Du hast es fast geschafft. Da musst du hin. Ah, sehr schön. Nimm noch ein Eis mit. Nimmst du noch ein Eis mit? Für auch ein wenig. Ja. Wow. Oh Mann. Ich bin Eis. Ich kann nicht überleben. Vor allen Dingen war, weil du so heiß bist. So, jetzt aber. Ja, hier, weil du tötest Dinge mit Feuer. Oh geil. Zum Glück bin ich noch nicht runtergegangen. Ja. Aber kannst du auch dann wieder zurückgehen. So, jetzt. Was? Warum? Das ist nicht schnell genug. Ich war. Was? Das Spiel cheatet. So, wie viel Minuten haben wir? 3 Minuten, eine Level könnte noch, oder ein Versuch könnte noch reichen. Ich würde sagen, wir machen noch mit Schnitt. Jo, hol aber das Ding erstmal. Genau, ich hole mir jetzt erstmal Power-Up, und zwar ein Froschanzug. Oh geil. Geh schon mal hin, wo du hin musst. Ja, ich weiß, wo ich hin muss. So, dann sitzt mir hier mal ein Schnitt. Alles klar. Okay, das war's für diesen Part von Super Mario Bros. 3. Mein Name ist Metal Mario Master. Und ich bin Lanero LP. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder im nächsten Part. Ciao, ciao.